Die BGE-Papst-Radiosendung ist ein Projekt der BGE-Lobby. Mehr Infos dazu unter www.bgelobby.de. Und wir haben heute nicht nur eine Übertragung hier live bei rockradio.de, sondern auch über Castor TV. Da kann man den Stream direkt sich angucken, das heißt direkt hier zu uns in die Bar hineingucken. Und ja, damit würde ich sagen, Juliane, dann denke ich mal, wird es heute eine sehr interessante Sendung wieder werden. Wird interessant, genau. Wir haben, wie gesagt, das Thema Tafeln, echte Hilfe oder Zeichen des Versagens der Regierung. Und ich stelle euch mal vor, wen wir dazu eingeladen haben. Und zwar einmal Sabine Werth. Im Jahre 1993 gründete Sabine Werth mit der Initiativgruppe Berliner Frauen e.V. die Berliner Tafel, nach deren Vorbild weitere Tafeln in ganz Deutschland entstanden. Hallo Sabine. Hallo Juliane. Und wir haben Luise Molling, schrieb bereits ihre Diplomarbeit zum Thema Tafeln und forscht im Rahmen des Projekts Tafelmonitor zur Nutzerperspektive, wofür sie bundesweit Interviews mit Tafelnutzern geführt hat. Außerdem ist sie Gründungsmitglied des kritischen Aktionsbündnis 20 Jahre Tafeln. Hallo. So, dann gebe ich nochmal das Motto der Sendung auch gleich als Frage an die beiden Gäste weiter. Tafeln, echte Hilfe oder Zeichen des Versagens der Regierung? Gerade bei Luise Molling sind, fangen wir mal an. Ja, ich vertrete natürlich dann eher die letztere Perspektive. Ich glaube, dass die Tafeln ein Symbol dafür sind, dass wir also erstmal wohl für Sozialstaatsabbau oder auch für einen sozialstaatlichen Wandel, nämlich hin zu einer zunehmenden Privatisierung und Individualisierung von Armut und auch von deren Bewältigung, also dass wir einen Abbau, insbesondere seit der Agenda 2010, einen Abbau sozialer Rechtsansprüche haben und dadurch im Gegensatz dazu aber private Initiativen mehr ebeln. Das ist auch das, was wir im Rahmen des Bündnisses kritisieren. Also es geht es nicht darum, auf die Tafeln selber einzuschießen sozusagen, sondern eher deutlich zu machen, dass die Tatsache, dass es Tafeln seit 20 Jahren gibt, Tafeln einen Boom sozusagen, so eine hohe Nachfrage zu verzeichnen haben, dass das sozusagen ein Symbol dafür ist oder ein Zeichen dafür ist, dass wir einfach keine vernünftige politische Armutsbekämpfung mehr in Deutschland haben und dass das Armutsbekämpfung eben überhaupt kein Thema mehr ist von staatlichen Handelns und von Rechtsansprüchen, sondern immer mehr von Privatinitiativen und privater Betätigung. An uns amerikanischen Staat sich immer mehr, das haben wir in Amerika, da ist ja dieses Charity, das ist ja in privater Hand. Genau, also in wurden ja die Tafeln in den 80ern gegeben und also das war ja auch vor damals für die Berliner Tafeln und da ist es ja inzwischen auch, also natürlich ist USA nicht direkt vergleichbar mit Deutschland, weil es dort sowieso viel weniger Rechtsansprüche gibt und überhaupt nicht so die Vorstellung gibt, dass der Staat da sozusagen das soziokulturelle Existenzminimum langfristig sichern sollte, auch für jemand, der sich selber nicht ausreichend versorgt. Natürlich sehen wir in den USA, wo das hinführt, also dass dort die Leute halt, also dass wir unheimlich hohe zum Beispiel Kinderarmut haben und so weiter und so fort und dass die Menschen, wenn sie denn in extreme Armutssituationen kommen, halt eben nur noch Ansprüche kriegen, also wie Lebensmittelgutscheine oder eben auch die Versorgung von den Tafeln. Also das ist praktisch der einzige Anspruch, den man dort noch hat, ist das wahre Überleben zu sichern durch solche Lebensmittel eben und keinerlei, also so eine Vorstellung, wie wir sie hier haben, dass jemand sozusagen wirklich ausreichend finanzielle Unterstützung haben sollte, um sich selbstbestimmt zu ernähren, um sein Leben selbstbestimmt sichern zu können, das hat man in den USA natürlich gar nicht. Genau, und eben auch am Leben teilnehmen zu können, das ist ja auch immer die Diskussion, wenn gesagt wird, Hartz IV reicht, gerade eben, um sich versorgen zu können, aber man kann nicht am normalen Leben teilnehmen. Was sagt Sabine Werth zu dem Punkt? Ich finde, dass dieses Thema, diese beiden Punkte, die benannt sind, sich überhaupt nicht ausschließen. Die Tafelarbeit ist das eine und das Versagen der Gesellschaft ist das andere. Ich sehe da überhaupt keinen ursächlichen Zusammenhang. Also das Versagen der Regierung. Natürlich, das ist eine ganz klare Sache. Aber das ist eine Diskussion, was war zuerst die Henne oder das Ei? Regierungen haben vorher schon versagt. Wenn ich mir diese unendliche Zeit von Kohl-Regierung angucke und in der Zeit sind Tafeln gegründet worden, dann hatte das Ganze doch eine Ursache. Wir haben damals 93 Berliner Tafel als erste Tafel gegründet, weil wir zum einen etwas gegen die Lebensmittelverschwendung tun wollten und weil wir zum anderen damals Obdachlose unterstützen wollten. Das war der ursprüngliche Grund unseres ganzen Ansinnens. Wir haben mitgekriegt, es gibt unendlich viele Lebensmittel. Alles, was abends nicht verkauft wurde, wurde in die Tonne getreten. Und gleichzeitig gab es damals um die 15.000 Obdachlosen. Wir waren dann 2 Jahre später mal bei einer Dunkelziffer von 45.000 Obdachlosen in Berlin.
Und da galt es, etwas zu tun. Und da haben wir auf der einen Seite natürlich mit den Obdachloseneinrichtungen sehr intensiv zusammengearbeitet und deren Forderungen auch unterstützt. Aber parallel dazu, und da greifen sehe ich das noch, hätten meiner Meinung nach keine Armutsdiskussion, mindestens nicht in dieser Form, wie wir sie haben, wenn es nicht die Tafeln gegeben hätte. Weil ich erinnere mich an die Zeit der Kohl-Regierung, da hieß es, es gibt keine Armut in Deutschland, weil Armut würden's gar nicht erst, kann gar nicht erst entstehen, weil wir haben Sozialhilfe, ein gut funktionierendes System etc. pp. Und erst meiner Meinung nach durch die endlosen Schlangen vor den Tafeln sind die Medien darauf aufmerksam geworden und danach hat die Regierung angefangen zu diskutieren. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass sie beim Thema bleiben und sich nicht jetzt dahinter verstecken, na nun haben wir ja Hartz IV und nun ist ja alles geregelt. Ja, ich habe jetzt auch, also ich weiß nicht, ob du darauf kommen willst, ich habe jetzt auch mir das Stichwort Lebensmittelverschwendung aufgeschrieben und wollen wir da später nochmal drauf kommen? Möchtest du da erstmal sage ich auch gerne gleich was zu, ich würde gerne aber nochmal direkt auch dazu eingehen, darauf eingehen, was Frau Werth gesagt hat, weil es natürlich durchaus, also ich fand es ganz interessant, weil sie, weil du, wir duzen uns, ich darf sie auch hier duzen, weil wir, weil du das Beispiel gebracht hast, wie damals bei der Gründung der Tafel die Politik gesagt hat, ja, das brauchen wir doch gar nicht, es gibt ja ausreichend Sicherung. Und ich habe mir ja damals in meiner Diplomarbeit, im Rahmen meiner Diplomarbeit schon mal angeguckt, wie ist eigentlich die Politik umgegangen mit der Gründung der Tafel, Wachstum der Tafel, wie haben wir reagiert und habe dazu so eine kleine Analyse gemacht. Und es war total spannend zu sehen, weil am Anfang war es nämlich tatsächlich so, dass die Politik gesagt hat, okay, die Tafeln gründen sich, verdammt, die Leute werden denken, wir versagen. Also es wurde wirklich als ein Versagen der Politik damals auch gedeutet und die Politik ist in die Defensive geraten, hat gesagt, eigentlich braucht man doch gar keine Tafeln und so und das müsste es doch, das doch gar nicht geben. Das war aber, ich muss unterbrechen, die Kohl-Regierung noch, oder? Ja, das war so Mitte der 90er, genau. Das hat sich dann aber ganz stark geändert und zwar Ende der 90er um das Jahr 2000 herum kam die Bürgergesellschaftsdebatte nach Deutschland. Also plötzlich wurde freiwilliges Engagement sehr hoch gepriesen. Das war plötzlich ein ganz großes Thema. Und unter diesem Einfluss eben dieser Debatte und auch dieses neoliberalen Wandels, was wir hatten um 2000 und dann auch schließlich mit der rot-grünen Regierung und den Agenda 2010 Gesetzen, als sich das durchgesetzt hat, also dieser ganze Gedanke von fordern und fördern, wir können uns den Sozialstaat nicht mehr leisten. In diesem Zuge wurde eben auch das Ehrenamt attraktiv und dann begann man plötzlich ganz anders zu argumentieren. Also es hieß nicht mehr, die Tafeln sind ein Erfolg, weil wir versagt haben und wir müssen sozusagen in die Defensive gehen, sondern plötzlich haben sich die Politiker ganz stark hinter die Tafeln gestellt, haben gesagt, ach wie toll, dass es die Tafeln gibt und wie schön und wir haben das ehrenamtliche Engagement und das müssen wir unterstützen und fördern und sozusagen versucht, diese ganze Frage der Armutsbekämpfung immer mehr auf diese privaten Initiativen abzuwälzen und zu sagen, ja, die Ehrenamtlichen sollen sich doch bitte engagieren und sollen doch bitte was machen. Und es gibt ja nicht, also es gab ja einen enormen Zulauf zu den Tafeln. Ich glaube, es sind jetzt 32.000 oder 40.000 Ehrenamtliche inzwischen, die sich da engagieren. Also das sind enorme Zahlen natürlich und das hat es für die Leute attraktiv gemacht, das Gefühl natürlich, ich kann da praktisch was tun und praktisch was helfen. Das Problem ist nur, dass die Politik sich immer stärker darauf ausgeruht hat. Also es hieß dann eben gar nicht mehr, wir müssen sozusagen soziale Rechte garantieren, sondern nein, wir können ja das an die privaten Initiativen abwälzen, die Tafeln sind ja da, die machen das so schön, es ist auch alles so schön symbolisch, also Bundespräsident Köhler stellt sich dann gern hin und verteilt die Suppe und Frau von der Leyen hat ja die Schirmherrschaft übernommen. Und alle Politiker können sich sozusagen hinstellen und in diesem Glanz sonnen und sagen, ach wie schön, wir haben ja hier unser Ehrenamt und wir haben ja die Tafeln und das ist ja alles so praktisch. Und wir müssen nicht mehr die Transferleistungen. Wir reden jetzt nicht mehr über den Regelsatz und natürlich wird über Armut geredet, aber die Art und Weise, wie über Armut geredet wird, denke ich, ist eine ganz falsche. Und das ist eben da auch das, worauf wir hinweisen wollen im Rahmen unseres Aktionsbündnisses, dass eben Armut eine Frage von sozialen Rechten ist, von Rechtsansprüchen, von garantierten Leistungen und dass es nicht geht, immer weiter diese Rechte eben auf private Almosen letztlich abzuwälzen. Ja? Das ist auch ein ganz wichtiges Wort und zwar auf Almosen, also auf Leistungen, auf Kannleistungen. Genau. Da wollen wir ja auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Das heißt, wenn die Tafel nichts bekommt, weil die ist ja auch auf Spenden von Supermärkten angewiesen, wenn die Tafel nichts bekommt, dann kann sie auch nichts austeilen. Das heißt, wenn die Leute an dem Tag, Ende des Monats, nichts mehr zu essen und kein Geld mehr haben, die Tafel aber auch nichts bekommt, dann ist nichts mehr. Ne? Also ja, genau. Ehrenamtliches Engagement ist immer freiwillig, ist immer ein Stück weit auch willkürlich. Man kann sich ja nicht darauf verlassen. Ja. Und zum anderen wollte ich noch eine Sache sagen, was sie sagt, es war ja am Anfang eine Obdachlosenhilfe. Finde ich ein ganz wichtiges Stichwort auch. Also die Berliner Tafel hat sich gegründet, um Obdachlosen zu helfen. Obdachlose sind Menschen, die aus dem sozialen Netz gefallen sind, aufgrund multipler Problemlagen. Also wirklich schwieriger Situationen, verschiedene Probleme, weil sie, keine Ahnung, also es gibt immer
verschiedene Probleme. Ja, also es gibt, sie können sozusagen vom sozialen Netz nicht mehr ausreichend aufgefangen werden. Und dann macht es natürlich Sinn, dass private Initiativen da einspringen und da unterstützend eingreifen. Aber wenn, wie heute, die Tafeln irgendwie 1,5 Millionen Hartz-IV-Empfängern, Rentnern, also Menschen, die eigentlich im Rahmen des sozialen Netzes aufgefangen werden sollten, eben so eine Versorgung anbieten, dann werden sie halt sozusagen wirklich zu einem strukturellen Lückenfüller, ja, auf den sich das also System auch ein bisschen verlassen kann. Also nicht eine Versorgung anbieten, ja. Genau, sondern eben eine Ergänzung zu den Regelleistungen sind, und zwar eine Ergänzung, die gebraucht wird. Wollen wir nochmal Frau Wert zu hören. Da müssen wir allerdings auch noch ein paar Sachen zusätzlich ins Auge fassen zu dem, was du gerade gesagt hast, Luise. Ist so, die sozialen Einrichtungen Berlins dann auf uns zugekommen sind und gesagt haben, wir brauchen auch dringend Unterstützung. Wir kriegen immer weniger Staatsknete und wir brauchen dringend, damit wir unser Essensangebot aufrechterhalten können. Welche Einrichtungen bitte? Alles, was der soziale Bereich so zu bieten hat, das ging ganz flugs. Also da kam außerhalb des Obdachlosenbereichs, also da kamen Psychoberatungsstellen, HIV-positiven Beratungsstellen, soziale Einrichtungen aller Art, also alles, was das soziale Spektrum so hat. Und da haben wir dann erweitert. Wir haben in Berlin ja erst 2005 mit der Ausgabe von Lebensmitteln an Bevölkerung abgegeben. Das hat in den neuen Bundesländern angefangen. Die Tafeln in den alten Bundesländern haben erstmal gar keine Ausgaben an Privatpersonen gemacht, sondern die haben alle an soziale Einrichtungen verteilt. Und in den neuen Bundesländern ergab sich die gesellschaftliche Konstellation dort so, dass da ganz klar wurde, zum einen gab es gar nicht so viele soziale Einrichtungen, außer Volksfürsorge? Nee, wie heißen die? Ist ja auch egal. Gab es da eigentlich nichts. Das heißt, die haben dann angefangen, Ausgabestellen aufzumachen, um die Bevölkerung zu versorgen. Und das finde ich auch ein ganz interessantes Phänomen. Wir haben dann erst 2005 in Berlin damit angefangen, nachdem wir eben gesehen hatten, oho, wir haben in Berlin die Situation aber auch, die immer stärker, da kam nämlich Hartz IV. Aber wir haben parallel mit Hartz IV angefangen. Wir haben nicht, weil Hartz IV aufkam, angefangen. Also das ist auch immer so eine gerne geführte Diskussion. Die Tafeln sind schuld ans Hartz IV. Nein, sind wir nicht. Die Tafeln sind nach Hartz IV entstanden. Nein, sind sie nicht. Also alles sowas, wir müssen einfach auch immer mal wieder gucken, was war eigentlich wann, an welcher Stelle und wodurch hat es was bewirkt. Und ich glaube, das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Die Gesellschaft führt sich selbst durch die falsche Politik der letzten Jahre, Jahrzehnte immer mehr ins Abseits. Und das ist das Problem. Wir müssen gesamtgesellschaftlich etwas drehen, definitiv. Wir müssen etwas tun, damit unsere Gesellschaft wieder zu einer Gesellschaft wird, nämlich zu einer funktionierenden Masse von Individuen, die auch Lust haben, in dieser Gesellschaft zu leben. Und ich denke, das ist verloren. Vor allem die ausreichend versorgt sind. Na klar. Also mit dem Notwendigsten, nämlich mit Lebensmitteln. Kommen wir nach der Pause nochmal zu. Wir machen jetzt erstmal ein Stück Musik und dann reden wir an der Stelle weiter. Julian, ich wollte jetzt eigentlich nur nochmal nachhaken mit dem Satz, dass ich also einige Einrichtungen kenne, die da... Ach so, hatte ich nicht verstanden. Ich dachte...